Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute mal ein ganz kurzer Quick-Tipp aus Dubai zum Fotografieren von Porträts. Du siehst ja vielleicht im Hintergrund schon, es ist schon stockfinstere Nacht und trotzdem wollen wir hier noch ein paar schöne Porträts machen mit den Lichtern der Stadt im Hintergrund. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich dir jetzt mal erklären und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Wir haben jetzt hier unser wunderhübsches Model Ukas. Er ist ja selber Fotograf und heute darf ich ihn mal fotografieren. Ist ja auch mal eine ganz spannende Geschichte für einen Fotografen, mal vor der Kamera zu stehen. Und wir haben uns hier diese wunderschöne Kulisse von Dubai Marina ausgesucht. Im Hintergrund die schönen City-Lichter. Was brauche ich jetzt, um im Dunkeln ein gutes Porträt zu machen, ohne Blitzlicht und diese ganzen Sachen, sondern ich habe wirklich nur meine Kamera dabei. Ich nutze jetzt hier ein Objektiv von Sigma, das ist das 35mm 1.4, also sehr, sehr offenblendig. Du kannst auch mit zum Beispiel 50mm 1.8 fotografieren, das mache ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Hauptsache es ist relativ offenblendig. Ich bin jetzt hier auch bei einer Blende von 1.4, bei ISO 800 und im AV-Modus. Und jetzt werde ich einfach dir mal zeigen, was es bedeutet, komplett ohne andere Hilfsmittel ein Porträt hier zu erstellen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ganz wichtig ist dabei auch noch, dass ich wirklich immer auf die Augen fokussiere, denn die Augen sind das, was beim Porträt natürlich am meisten zählt. Und dementsprechend fokussiere mal auf die Augen und dann hast du ein wunderhübsches Porträt. Und vor allem der Hintergrund ist dabei dann auch noch schön unscharf. So, jetzt siehst du hier das Foto ohne weitere Hilfsmittel. Ist schon gar nicht so schlecht, aber ich denke, dass man hier noch eine ganze Menge mehr rausholen kann. Und das Einzige, was ich dafür brauche, ist etwas, was ich sowieso immer mit dabei habe. Und das ist mein Handy. In meinem Fall ist es jetzt ein iPhone, ob das nun Android ist, ist völlig egal. Aber jedes Handy hat ja die integrierte Taschenlampenfunktion. Und die möchte ich jetzt hier einfach mal nutzen. Dafür brauche ich jetzt meinen Assistenten Benny, der gerade noch hinter der Kamera ist und vielleicht jetzt die Kamera gleich mal aufs Stativ stellt, der mir das Handy jetzt mal gleich hier so als Taschenlampe hier mit ranhält und das Ganze so ein bisschen quasi als Dauerlicht fungieren lässt. Danke, Benny. Benny stellt sich jetzt hier direkt neben mich hin. Wichtig ist, dass ihr nicht ganz frontal das ausleuchtet. Das heißt jetzt, wenn Ukas jetzt zu mir in die Kamera guckt, dann sollte das Licht nicht direkt über der Kamera sein, sondern so ein bisschen rechts oder links von mir, um einfach so ein ganz bisschen Schatten noch zu erzeugen. Ich möchte nicht eine komplett platte Ausleuchtung haben, sondern ich möchte so ein bisschen Dreidimensionalität im Gesicht schon wahren. Dementsprechend leuchtet Benny jetzt hier von ein bisschen weiter rechts. Und jetzt zeige ich dir einfach mal, was es dann jetzt bringt, wenn jetzt hier dieses Handylicht noch mit ins Spiel kommt. Ja, du siehst jetzt schon einen richtig coolen Unterschied im Gegensatz zu vorher. Jetzt haben wir hier wirklich ein bisschen mehr Licht noch im Gesicht und das reicht schon vollkommen aus, um hier ein gut ausgeleuchtetes Porträt zu haben, obwohl es wirklich stockfinstere Nacht ist. Im Hintergrund haben wir dann noch schön die City-Lichter als Bokeh im Hintergrund und das sieht doch richtig cool aus. Wir machen jetzt hier einfach mal ein paar Shots hintereinander weg und dann sehen wir ja, was hier bei rauskommt. Ich mache jetzt das Ganze auch mal im Querformat, achte dann so ein bisschen auf den goldenen Schnitt noch dabei. Sehr gut. Guck mal so jetzt noch mal kurz zu mir in die Kamera. Ja. Super. Jawohl. Du siehst also, dass es wirklich relativ simpel ist, ohne große Hilfsmittel. Ich habe jetzt hier wirklich nur meine Kamera und mein Handy mit dabei und damit kann ich richtig coole Ergebnisse auch in der Nacht machen. Das soll es heute schon gewesen sein. Ganz kurzer Quick-Tipp einfach nur. Nutze dein Handy. Du hast es sowieso in meiner Hosentasche. Nutze es einfach als kleinen Auffäller und damit kannst du richtig coole Ergebnisse zaubern. Danke Ukas, danke Benny und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, kommentiere unten in den Kommentaren. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.